Leute, wir machen heute ein Deck-Opening. Einmal von dem hier und einmal von dem da. Ich weiß auch gar nicht, mit welchem ich anfangen werde. Ich werde aber zu jedem ein eigenes Video machen, denn ich glaube, Poké-Fans haben keinen Bock auf Yu-Gi-Oh! Und umgekehrt könnte ich mir vorstellen, dass Yu-Gi-Oh!-Fans keinen Bock aufs Poké-Ding haben. An alle Yu-Gi-Oh!-Fans, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video. Und das machen wir jetzt. Und umgekehrt, im Yu-Gi-Oh!-Video machen wir dann eine Verlinkung hierzu. Und das packen wir dann mal weg. Wir packen also heute dieses schöne Deck auf. Wir müssen den Winkel ein bisschen ändern. So ein bisschen höher. Das, wie heißt das? Pokémon hier vorne ist halt ein Lugia. Es steht da nebenbei und hat 120 KP. Das schauen wir uns gleich nochmal genau an. Hier steht Himmelshammer-Themendeck. Es ist Feuer und Fee. Das sind eigentlich nicht so meine Typen. Ups, die machen wir wieder zu. Es besteht hauptsächlich Karten von Schicksalsschmiede oder gehört zum Schicksalsschmiede Zyklus und whatever. Ich glaube, das machen wir hier an den Seiten auf mittlerweile, die Decks. Ich mache das mal auf dieser Seite auf. Schade, dass man diese Boxen jetzt zerstören muss. Früher konnte man die einfach so mit so einer Lasche aufmachen. So, dann ziehen wir mal das gute Gedöns hier raus. Oh, ist leer. Schmeißen wir also weg. Ja, ich muss jetzt gucken, wo dieser Code ist. Den möchte ich nämlich selber einlösen. Ich weiß, ich bin böse. Beziehungsweise, ich muss eigentlich gar nicht großartig gucken, denn ich kann es einfach pixeln, rausschneiden, whatever. Ja. Das ist hier ein... Ja, ein Spielplan halt. So wie bei Yu-Gi-Oh! Die Pläne immer. Dann haben wir hier die obligatorischen Schadensmarken und so, die immer dünner werden. Die sind kaum dicker jetzt als Papier. Eine... Was ist das hier? Ah, ich glaube, das ist eine Anleitung für das Deck, wie man dieses am besten spielt. Okay, da habe ich schon den Code. Oha, eine Lugia. Münze, zieh durch die mal rein, Alter. Guck mal, wie geil die aussieht. Bam. So, und hier schon mal die Vorzeigekarte. Das Lugia mit der Attacke Brandverstärker und der Fokusfähigkeit für den Zwinger. Soll ich gleich ein bisschen reinzoomen, damit man das besser sieht? Ist er nicht? Ich hoffe, man kann es lesen, dann muss ich es näher dran halten. Eigentliches Pokémon, ein aktives Pokémon, das wird, wenn der Standardangriff das aktive Gegners zugefügt wird, und dann reduziert. Ah ja. Brandverstärker 60 plus, wenn das aktive Pokémon das Gegners an Pokémon extra empfiehlt, die sagen, okay, das ist gut gegen Ex-Pokémon, das finde ich sehr schön. Das heißt, diese Karte wird mir sehr viel nützen im Online-TCG, denn da wimmelt es doch nur von EX-Karten oder Ex-Karten oder wie auch immer diese Dinger heißen. Mach doch mal auf hier. So, gucken wir den Rest des Decks an. Ha, dann. Schöne 60 Karten, 59 Karten plus die 60ste da. Fee-Energie, 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 Fee-Energie. Ein Mauzi, das böse guckt. Ah, ich muss ein bisschen hier. Upsa. Ah. Das böse guckt. Das kann einen Tumulttreffer. Dieser Angriff fügt ein Pokémon eines Gegners auf dem bereits mindestens einen Schadensmarkt die 50 Schadenspunkte zu. Okay. Ja. Ist nicht unbedingt ein gutes Starter-Pokémon. Was macht Heiko? Durchsuche dein Deck nach einer Karte, zu der sich ein deiner Pokémon außer Pokémon X entwickelt und lege sie auf das entsprechende Pokémon. Dies zählt als Entwicklung des Pokémon. Mische anschließend dein Deck. Du kannst diese Karte während deines ersten Zuges oder für ein Pokémon, das in diesem Zug ins Spiel gebracht wurde, verwenden. Ah, okay. Damit kann man die Restriktion des Wartens umgehen. Oh, mir fallen die ganzen Karten hier aus. Ein Elfun. Das hat ein bisschen was abziehen. Alter, das kann schon was abziehen. Ah, das ist eine Weiterentwicklung. Scheiße. Auf leisen Sohl. Verschiebe an deiner Pokémon, klicke Energie auf deinem Pokémon, okay. Naja, gut. Oh, das süße Sphinx mit dem Indivier. Ein Hyperball, aber ganz normal. Energie. Routena. Ja, ist schon ganz okay. Snubbel. Ich glaube, das habe ich im Online-Kartenspiel schon so oft bekommen. Flurmel. Poké-Fan-Club. Sanna. Das sind alles Karten, die ich jetzt kenne. Pummeluft, das sieht sehr cool aus mit diesem... Floink und Seppifoy. Altjacken könnten besser sein, aber gut. Tiano, Waumboll. Ein Kangama, Alter. Ein mickriger Hieb zieht schon 40 KP ab und ein Mega-Hieb 100. Das ist ein cooles Pokémon. Oh, Feentropfen. Heile 50 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon, an das Feenergie angelegt ist. Für mich, ich finde, die Feenenergie sehen aus wie ein Dekolleté. Sind also so voll das Titten-Energie-Ding. Knuddelhof als Fee. Das sieht echt cool aus. Oh, ich habe hier ein bisschen Koordinationsprobleme. Mhm.
Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, diesen riesen Text da zu lesen. So, Krakelo, Alter, das sieht echt badass aus. Ja, gut. Wir fahren damit bei Kopf für dieser Angriff 40 weitere Schadenspunkte zu. Ja, gut. Energietasche. Wenn. Na, warte, ich muss da hinhalten. Wenn das Pokémon, das diese Karte angelegt ist, durch Schaden eines gegnerischen Angriffs kampffähig wird, nimmt alle an jenes Pokémon angelegte Basisenergien auf deine Hand. Ah, okay. Was? Nimmt, nicht nimmt. Das hatten wir alles schon. Maus, die hatten wir. Kangama hatten wir. Lavados. Dieses mit diesem coolen Artwork. Dieses coole Artwork an Lavados. Glühen. Zieht schon 20 ab, finde ich gut. Fliegende Fackel. 4 Energien, 2 davon Feuer, 2 egal. 80 plus. Du kannst mit diesem Angriff 40 weitere Schadenspunkte zuwählen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20. Ah, okay, da kann man auswählen, wenn man sich selbst 20 Schaden zufügt, kann man insgesamt 120 abziehen auf einen Schlag. Das ist, glaube ich, ein fairer Tausch. Okay, Elfun, Snubbull hatten wir alles schon. Zack, zack. Rutena hatten wir auch schon. Sana hatten wir schon. Das Lugia nochmal in Nicht-Holo. Ja, das ist so Holo. Das ist Nicht-Holo. So. Hatten wir alles. Oh, ein Phinexis. Was kann das? Oh, züngelnde Flamme. Das gibt mir, Alter, nur eine Energie für 40 und Schlaf. Nicht schlecht. Psy-Sturm. Dieser Angriff für 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der an anderen Punkten im Spiel angelegten Energien zu, Alter. Zum Schluss haben wir hier noch dieses Relaxo. Ich weiß nicht, wie viel man noch eben sehen kann. Die Kamera hat irgendwie so einen komischen Fehler gehabt. Ich war gerade beim Verzehrer vorlesen, glaube ich. Heile bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du dem aktiven Pokémon deines Gegners zugefügt hast. Okay. Da bräuchte man halt noch eine Karte, die Relaxo schlafen legt. Und auch als letztes eine Feuerenergie. Also alles in allem ein sehr interessantes Deck, wie ich finde. Gerade durch Lugia als Ex-Konterer könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Vielleicht spiele ich nachher mit Kira, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung und in der Infocard, mal ein Probeduell mit unseren Pokémon-Karten. Dann nehmen wir das auf und so und veröffentliche das irgendwie, keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir noch ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr Bock habt, das Unpacking, Boxing, Pack Opening zum Yu-Gi-Oh! Deck Rise of the True Dragon Structure Deck zu sehen, klickt gleich in der Endcard oder so oder in der Videobeschreibung oder Infocard oder wo auch immer ich das verlinken werde, wahrscheinlich überall, da drauf, und dann könnt ihr euch das angucken, wenn euch Yu-Gi-Oh! Auch oder nur Yu-Gi-Oh! Interessiert, wie auch immer. Wenn ihr mehr Lust auf Karten habt, guckt bei Kira nochmal vorbei, die ich eben erwähnt habe. Die hat einen Kartenkanal und da macht sie ganz viel Pokémon-Karten auf. Und ja, das wär's dann, glaube ich, fürs Erste. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao!